Sag mal, wann hört das hier auf? Wäre es nicht besser zu leben, anstatt planlos zuzusehen, wie man uns unsere Zukunft raubt? Wir sind so viele Menschen, so viele Potenziale, so viele Macher, Kreative und Geniale, so viele Träume. Wir machen uns bereit, denn es kommt die Zeit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst. Ja, hallo Gifhorn. Ich begrüße euch hier ganz herzlich zu unserem Montagsevent mit Spaziergang. Dann ist unser Arthur wieder mit an Bord. Der wird heute mit uns fahren, mit dem Auto. Das heißt, wir können wieder ein bisschen, werden wieder ein bisschen besser gesehen. So, ja, Arthur ist wieder dabei. So gut. Und jetzt übergebe ich erstmal an Jackie. Ja, hallo liebe Gifhorner, auch von mir. Stefan ist heute nicht da, der sitzt noch in der Stadtratssitzung. Heute kein Zuckerschlecken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fast ein bisschen froh, dass ich erlöst wurde von dem Übel und zum Mahnwache gegangen bin. Ja, großes zentrales Thema, der Kampf gegen rechts, selbstverständlich nicht gegen Rechtsextremismus, aber der Kampf gegen rechts, rechts wie links, wir wissen das immer, ne? Also die Formulierung, auf die kommt es an. Und da wurde auch ganz viel auf die am Samstag kommende Demo hergeleitet. Ja, das wurde sehr beworben. Ich konnte es mir dann kaum noch zu verkneifen, zu sagen, ja, heute Abend ist auch einer für die richtigen Sachen im Leben. Und wir wissen ja alle, wie das am Samstag dann da losgeht. Ja, die ganzen Gewerkschaften werden wahrscheinlich da wieder Busse organisieren, alles schön finanziert. Wir wissen, das ist alles finanziert. Dieser ganze Kram, warum so viele Leute da sind, das hat man 100-mal erwähnt, wie viele. Und jetzt wird endlich, das Volk wird jetzt vernünftig und weiß nun, was es will, nämlich der Kampf gegen rechts. So, und dann ging es um das Thema auch wieder, was in Potsdam los ist. Jeder wusste es. Ja, wir haben es ja in den Medien schon gehört, dass das geheime Geheimtreffen der geheimen Leute dort getroffen wurde. Dass das nicht parteigesteuert war, das wissen wir alle, aber es wird so ausgeschlachtet, weil es geht nur noch darum, es geht nicht um Fakten, sondern es geht nur noch um die mediale Darstellung gegen rechts. Und nicht nur gegen rechts, sondern einfach nur gegen eine bestimmte Partei, die brauche ich jetzt nicht nennen, das wissen wir. Dass da auch andere am Tisch gesessen haben, nämlich von der CDU, das interessiert in dem Moment überhaupt niemanden mehr, das wird weggeschrieben. Kannst du auch erwähnen, interessiert keinen Menschen. Ich werde nachher nochmal an der Nikolaikirche, wenn wir da einen Zwischenstopp machen, werde ich noch mein Highlight erzählen. Was uns alle betrifft und wo ich wirklich sehr verbittert bin, dass das auch abgelehnt wird, weil wir wissen ja alle, Anträge kann man stellen, alle Parteien dürfen Anträge stellen, nur welche Anträge werden abgelehnt? Ich sag's gern nochmal. Egal was es ist, wir wollten hier Brunnen für unsere älteren Herrschaften im Sommer, dass sie sich hinsetzen können und mal Wasser, frische Quelle trinken können, wurde abgelehnt. Andere Parteien, die bringen es ein, wird angenommen. Also alles. Es geht nicht mehr darum, was ist gut fürs Volk, für unsere Bürger hier in Gifhorn, sondern es geht nur noch darum, wer stellt den Antrag. Und es wird auch nicht mehr darüber diskutiert, ob es ein Änderungsantrag ist, das wird dann dort entschieden, ob es einer ist. Also es ist völlig egal. Demokratie hat hier, es findet da in diesen Räumen nicht mehr statt. Ich bin wirklich erschüttert, weil das kann sich keiner vorstellen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass viele, viele in der nächsten öffentlichen Stadtratssitzung, wir waren heute auch wirklich viele, ich habe viele mobilisiert, da einfach mal hinkommen. Es sind öffentliche Ratssitzungen, da kann jeder hinkommen und sich einfach mal informieren und zugucken und zuhören vor allen Dingen. Aber zugucken ist noch viel wichtiger, damit man mal sieht, was dort eigentlich abgeht. Es wurde heute die AfD als Faschisten bezeichnet. Wortwörtlich. Das muss man sich mal vorstellen. Es hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Es geht nur noch darum, wild auf Parteien einzuprügeln, ja, weil sie Angst haben davor, ja, irgendwas Gutes zu tun, denn es geht nicht mehr um was Gutes zu tun. Es wird alles verboten. Ja? Die Grünen verbieten alles und das wird hier hingenommen. Und alle finden das auch total toll. Also deswegen ja auch am Samstag die große Millionen-Demo, ja, ich bin gespannt, ja, wen sie da alles wieder involvieren und hinkarren, ja, selbst der Letzte, der nicht laufen kann, wird dann dahingestellt und kriegt ein Eis in der Hand wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, ja, wie damals beim Impfen, kriegst eine Bratwurst und lass dich impfen, so wird es wahrscheinlich wieder ablaufen, aber wichtig ist einfach, trotzdem hier montags mitzumachen, weil wir sind einfach noch nicht fertig, wir haben ganz viele Forderungen, die lese ich jeden Montag vor und die gilt es auch irgendwo durchzusetzen, weil es geht um unser aller Leben, um unser aller Wohlbefinden, was ich hier stark, stark eingeschränkt sehe. Und dafür gehen wir hier jeden Montag auf die Straße. Ich werde in der Nikolaikirche definitiv noch was sagen. Das wird wirklich hier jeden schocken. Da wird man erstmal merken, wo die Politik hingeht und was sie auf jeden Fall nicht wollen. Ja? Was sie definitiv nicht wollen, denn ihr sollt euren Mund halten. Ihr solltet nichts sagen, ihr sollt nur zuhören und sollt schön nicken und brav sagen, ja, so machen wir das auch. Die Beschimpfungen waren heute massiv.
massiv. Das muss ich sagen, ich habe sowas selten erlebt und wird immer brav geklatscht. Ja, brav geklatscht und alle finden das toll. Wie gesagt, ich stehe hier auf der Straße, um für uns was zu verändern, um wieder eine normale Demokratie herzustellen, um Forderungen durchzusetzen, dass wir alle ein besseres Leben haben, in Frieden und Freiheit leben, ohne uns einschränken zu müssen und vor allen Dingen nicht über unsere Köpfe hinweg Dinge entschieden werden, die für uns alle Folgen haben werden. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich wünsche euch einen friedlichen Spaziergang und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Ja, vielen Dank an die Jackie, dass sie uns das gesagt hat. Ich habe in meinem Nachrichtenüberblick auch noch mal ganz kurz was als Erläuterung zu dem Thema Faschismus mitgebracht. Das knüpft natürlich daran an, weil wenn man die Leute auf der Straße befragt, warum seid ihr denn hier? Ja, wir sind gegen rechts. Keiner weiß eigentlich so genau, was hat rechts überhaupt zu bedeuten und was heißt überhaupt Faschismus. Aber erstmal geht's hier los in Deutschland, ja. Mein Nachrichtenüberblick ist nur deshalb so groß und auf zwei Seiten, weil ich so blind bin, ja. Also, es sind viele Absätze. So, deswegen also ganz kurz, was geht los? Der Hamburger Hafen wird durch eine Protestaktion der Bauern blockiert. Die Bauern geben nämlich nicht auf, wie es so gewünscht wird und warum nicht, weil sie von der Regierung immer noch ignoriert werden in ihren Forderungen und Wünschen. So, Herr Habeck muss sich wohl einen neuen Anbieter für umweltfreundliches Fracking-Gas besorgen. Warum? Denn Präsident Biden hat beschlossen, nicht mehr zu liefern. Die USA braucht ihr Gas nämlich selber. Ja, das wird für uns ein bisschen eng dann, glaube ich. So, und genau deshalb, das wird nämlich deshalb kompliziert, weil die Handelsrouten, wie ihr vielleicht alle wisst, sich jetzt in der Nähe von Krisengebieten mit militärischem Potenzial bewegen. Frage für einen Freund. Was passiert denn dann, wenn wir das Gas nicht mehr kriegen? Steigen die Gaspreise wieder an? Und sind dann die Konzerne darauf angewiesen zu schließen? Oder fragt man Putin, ob das schon bezahlte Gas doch, ob wir das doch bekommen können? Oder reaktiviert man nun doch geschlossene Atomkraftwerke? Oder bedeutet das für den Bürger, dass wir noch mehr sparen und nur noch zu bestimmten Zeiten heizen oder Gas benutzen dürfen? Wie ist denn der Plan? Das sollte unsere Regierung uns bitte mal erzählen, was da geplant ist. Statt wichtigen Fragen auf den Grund zu gehen, werden in deutschen Städten unterdessen linksgrüne Demos organisiert, um Hetze und Spaltung im Land voranzutreiben. Unterstützt von Geldern aus Kirchen und Verbänden, die nichts anderes, das sind nichts anderes als eure Gelder, ja, in Form von Kirchensteuern oder wenn ihr solchen Verbänden beitretet. Das ist das Geld der Bürger, was da verwendet wird. Und genau da unterscheiden wir uns. Wir alle tun das hier heute in unserer Freizeit. Unvermummt, möchte ich sagen, und ohne, dass wir irgendwelche Mülltonnen anzünden müssen, um Aufmerksamkeit zu erregen oder dass wir irgendwelche Gewalttaten ausüben. Wir sind jedes Mal stets immer friedlich und das unterscheidet uns von den anderen, sage ich mal. Und weil wir für einen Zusammenhalt hier sind, deshalb stehen wir hier, denn mit Hetze können wir nichts anfangen. Mit Hetze von den Medien aufgebauter Fehlpropaganda, organisierte Kampf gegen die demokratische Opposition, so nenne ich sie, ist in diesem Fall die Werteunion und die AfD, ja, sollte jetzt dem letzten schlafenden, mitdenkenden Mitbürger mal zeigen, in welche Richtung das hier geht an dieser Stelle. Ganz kurz ein Blick in die Vergangenheit, wir hatten das schon mal. Eine Bündelung um ein bestimmtes Argument, was alle anderen, die sich nicht bündeln wollen, ausschließt. Das genau ist der Begriff von Faschismus und es hat überhaupt nichts mit rechts zu tun, denn es geht hier um egal um welches Argument. Also weg von einer offenen Gesellschaft hin zu einer geschlossenen Gesellschaft. Naja, und in einer geschlossenen Gesellschaft, da hat man schon alles, was einem nicht in den Kram passt, aussortiert, nicht wahr? Das ist übrigens die, das mit der geschlossenen Gesellschaft von Ferdinand Tönnies. Also, das alles ist nicht demokratisch und es hat auch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Antidemokratische Züge sind das, wenn Menschen einer Gruppe ausgeschlossen werden oder man ihnen sogar versucht, Grundrechte zu entziehen. Ich sag nur Höcke. Ich stehe hier unparteiisch, ich bin hier keiner,
der bei der AfD mitarbeitet. Und trotzdem bin ich gegen Spaltung und alle, die hier herkommen und sich auch uns anschließen wollen. Egal, ob grün, rot, gelb oder blau oder auch dunkelhäutig oder sonst wie. Der darf sich hier anschließen. Wir schließen keinen aus. Wir sind hier für Zusammenhalt und wir laufen hier parteilos. Ja? Das heißt, auch wenn hier viele AfD-Mitglieder sind, weil sie unsere Meinung teilen, sind sie hier genauso willkommen wie jeder andere. So, und was gibt's sonst noch in der Welt? Die Führung der EU bedroht Viktor Orban. Sollte er Waffenlieferungen in die Ukraine durch ein Veto blockieren, dann wird er wirtschaftliche Sanktionen erfahren. Auch das ist wieder Hetze und Spaltung. In Belgien starten die Bauernproteste. In Frankreich haben sich Landwirte und mittlerweile auch Taxiunternehmen und Logistikunternehmen zusammengeschlossen, um Paris abzuriegeln. Ja, auch die Franzosen, wie ihr seht, sind mit ihrer Politik nicht so ganz einverstanden. So, was geht's weiter? Jetzt gehen wir mal bei den Teich. In China, der Evergrande Immobilienkonzern wird aufgelöst. Könnte auch für uns Auswirkungen haben, deshalb erwähne ich das hier. USA, in Texas hat die Nationalgarde sich der Flüchtlingsproblematik angenommen, um eigenständig mit Unterstützung weiterer Staaten die Grenzen zu sichern. Ganz entgegen der Biden-Regierung. Russland. RT berichtet darüber, dass Putin im Interview sagte, er habe weder wirtschaftliche noch politische oder militärische Interessen, sich mit der NATO anzulegen und gegen diese Krieg zu führen. Ist das nicht gut? Putin möchte keinen Krieg mit uns, aber ich glaube, der Westen, der versucht da alles irgendwie in Erwägung zu ziehen, dass man da vielleicht was drehen könnte. Furchtbar. Und wir sind gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Wir sagen Nein zu diesen Waffenlieferungen und wir sagen auch Nein zu Gewaltverherrlichung und Gewaltpropaganda. So, mein letztes Statement zu diesen Geschehnissen. Wenn unsere Regierung im Sinne des Volkes, der Bürger und dem Erhalt der Wirtschaftlichkeit am Standort Deutschland handeln würde, die von der Mehrheit geliebt werden würde, statt ausgebuht werden würde, dann würden wir hier nicht stehen. Wir müssten hier nicht stehen, wenn unsere Regierung eine gute Regierung wäre, eine Regierung für das Volk wäre, die alle Bürger mit einschließt und niemanden ausgrenzt. Um all die, die die Mittelschicht bilden, die, die nicht der Meinung der Regierung vertreten, die Impfgegner, die in der Aufklärungsbewegung sind, jetzt alle Landwirte, alle Bäcker sowie alle Heizungsumstellungsverweigerer, die wären dann alle gar nicht rechts. Das mögen wir mal hier zu bedenken, ja? So, jetzt würde ich sagen, brechen wir auf, kalte Füße fangen schon an, sich hochzukriechen und jeder, der jetzt möchte, kann sich anschließen. Man hat uns nicht geschont, doch unser Mut wird belohnt. Mit gemeinsamer Kraft haben wir es geschafft. Nun ist es soweit, keine Lust mehr auf Leid. Sie ist nicht mehr weit, jetzt kommt unsere Zeit. Wir sind endlich dran mit einem neuen Plan. Vorbei all das Leid, jetzt kommt unsere Zeit. Jetzt kommt unsere Zeit. Ja, liebe Gissoner, wir sind an der richtigen Stelle. Jetzt tagt gerade die öffentliche Ratssitzung in Gifhorn. Ja, wir sind wieder hier. Und mein größtes Highlight heute war, ich bin eine Heute gab es einen Antrag von der AfD zu einer Bürgerfragestunde, die es bereits im Kreistag gab und gibt. Abgelehnt! Man will nicht, dass die Bürger fragen. Da könnt ihr sitzen. Ihr wollt fragen. Denn nur wer fragt, kriegt Antworten und kann sich informieren. Das ist hier nicht gewünscht. Das Volk soll keine Fragen stellen. Warum? Natürlich warum. Es könnten ja auch unangenehme Fragen sein. Die müsste man beantworten. Das will man hier nicht. Warum nicht? Ihr sollt hier alle dumm bleiben. Da könnt ihr euch umdrehen. Schaut raus. Wir sind hier auf der Straße. Und
Wir wollen Frauen stellen, auf jeden Fall. Und es wird weitere Anträge geben, damit die Bürger in Gifhorn nämlich Demokratie leben und Frauen stellen können. Das war Wahnsinn heute. Eine schlechte Entscheidung für die Bürger Gifhorns. Ignorant sitzen Sie mit dem Rücken zur Wand, würdigen uns keines Blickes, so wie Sie das mit den Bauern tun. Genau deshalb stehen wir hier, weil wir das nicht mehr mitmachen wollen. Wir wollen ja Politik für das Volk und mit dem Volk. Und nicht Menschen, die da sitzen und sich einfach nur wegdrehen von dem, was das Volk eigentlich so wünscht. Wie man sieht, haben die gar keinen Bock dazu, mit der normalen Bevölkerung zu sprechen. Und die ignorieren jede Meinung, die sonst irgendwie anders ist als so links, rot, grün, irgendwas. Und es hilft auch nichts, aufzurufen gegen eine Demonstration gegen rechts. Wir sind hier auch auf der Straße. Wir sind das Volk. Genau so, ja? Und wenn Sie dann am Samstag da hinkarren, die Leute, ja, mit LKWs und was weiß ich nicht was, mit irgendwelchen Bussen, das ist doch auch nichts. Fair ist, wer freiwillig kommt, das ist doch das Fairste. Und ich habe immer gesagt, man kann auch mal sagen, dass wir eine Demonstration machen. Das ist auch wichtig, weil wir sind auch da. Und wir sind eben nicht die anderen. Wir sind auch da, auch wenn ihr das nicht wünscht. Aber uns gibt es auch. Und wir gehen seit 3 Jahren auf die Straße. Und da seid ihr mitverantwortlich für. Links-Rechts-Klassifizierung ist auch völlig albern. Die Nationalsozialisten waren auch Sozialisten und haben sich eher links gefühlt. Und das ist einfach nur eine Art der Diffamierung, wenn Leute eine andere Meinung haben. Um zu spalten, werden die Leute in links-rechts eingeteilt und möglichst gespalten, weil nach dem Motto spalte und herrsche. Aber das lassen wir uns nicht gefallen. Alle, die Ohren haben zu hören, ich möchte mal darauf hinweisen, was der ein oder andere vielleicht nicht gehört hat, zum Beispiel die Herrschaften, die da oben sitzen. Man ist immer so schnell in diesem Land zu verkünden, man ist für Demokratie, Freiheit, gegen Brutalität, gegen Völkermord etc. Das ist ein bisschen blöd, ne? Wo jetzt die traditionell zugegeben so häufig die Opfer von Völkermord waren, selber einen anstellen. Und hey, ist nicht mehr nur unsere Meinung hier unten. Ich erinnere daran, dass der internationale Gerichtshof am Freitag beschlossen hat, es besteht ausreichender Verdacht, dass Israel einen Völkermord gegen die Palästinenser durchführt. Ich frage mich, wo die tolle Wertepolitik sich jetzt positionieren will. Wie kommt ihr aus diesem Dilemma raus? Da bin ich sehr gespannt. Was haben wir noch? Was für ein Schock, die geniale Strategie, Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern, um den Krieg zu beenden. Irgendwie funktioniert die nicht so richtig, ne? Seit 2 Jahren erzählt man uns, Russland ist vor dem Ende. Russland bricht in den nächsten Tagen zusammen. Ihr müsst nur noch mehr Waffen liefern. Wie viel Mal ist Russland jetzt noch vor dem Kurs, vor dem Zusammenbruch? Hm? Und ich erinnere dran, komischerweise, wenn man Waffen in Kriegsgebiete liefert, scheint es so, als ob sich der Krieg ausweitet. Seit heute gibt es Erzählungen, dass so wie es aussieht, Weißrussland demnächst auch in den Krieg eintritt. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Erzählungen, dass die westlichen Anrainerstaaten der Ukraine schon planen, welche Teile des Territoriums sie sich unter den Nagel reißen, wenn der absehbare Zusammenbruch der Ukraine erfolgt. Ich frage mich, wo sie sich positionieren, wenn das passiert. Wie erzählen sie sich selber, dass sie auf der Seite des Guten gestanden haben? Und wo wir dabei sind, es ist was Lustiges passiert in Luxemburg. Ich bin gespannt, wann sich das hier auch äußert. In Luxemburg haben sie kürzlich vor ein paar Tagen ein, wie sie es nannten, Versehen begangen. Das Versehen, wie sie es nennen, bestand darin, dass sie den russischen Botschafter zum Gedenktag für die Befreiung von Auschwitz eingeladen haben. Ein Versehen nennen die das.
Der russische Botschafter ist bemerkenswert ruhig geblieben und hat gefragt, ist Ihnen eigentlich klar, wer Auschwitz befreit hat und wem große Teile Europas damals auch ihre Freiheit verdankt haben, nämlich die Niederlage des Naziregimes. Wer die Geschichte ignoriert, der ist dazu verdammt, sie irgendwann zu wiederholen. Sind Sie sich bewusst darüber, dass Sie genau das provozieren? Denken Sie mal drüber nach. So, wir haben hier ja ein offenes Bürgermikrofon. Das heißt, ihr könnt alle jetzt euren Unmut hier kundtun. Ihr könnt was sagen, auch wenn die euch da oben den Rücken zudrehen. Ja, ich komme noch mal zu meinem Thema Corona-Maßnahmen. Ich habe letzte Woche ein Diagramm in die Finger bekommen. Demnach ist der Krankenstand, der durchschnittliche Krankenstand der arbeitenden Bevölkerung hier in Deutschland 2021, also das ist nicht während der Corona-Pandemie, sondern mit Einsätzen der Impfkampagne von 9,4 auf 19,4 Tage angestiegen. Und wer mir jetzt noch erzählen will, dass da kein Zusammenhang besteht, der hat es nicht begriffen. Und ich glaube, da gehören diese Politiker da oben mit dazu. So. Ich war letzte Woche Mittwoch in Hannover und habe dort bei Es reicht mitgespielt. Und da habe ich mit einer Passantin gesprochen, die dialogbereit war, nachdem ich ihr versprochen hatte, abzurüsten. Mit Abrüsten meinte sie, dass es nicht legitim sei, dass ich Regierungsmitglieder in Deutschland Verbrecher nenne. Und dann haben wir über ihre beiden größten Ängste gesprochen. Und eine Angst war die Spaltung der Gesellschaft. Und das ist so, das erkennen wir auch. Das nehme ich mit Sorge zur Kenntnis, dass wir hier eine extreme Spaltung haben. Die zweite Sorge, die sie hatte, war der Klimawandel. Und sie war offen zur Diskussion jeglicher Maßnahmen. Da kann man drüber diskutieren, sagt sie, aber der Klimawandel sei nicht zu leugnen. Und da kam bei mir schon wieder so das Geschmäckle nach, die Wissenschaft behauptet. Also war ein bisschen kontrovers. Aber wenigstens ist der Dialog harmonisch zu Ende gegangen, dass sie eben gesagt hat, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, ist es mein Recht hier zu demonstrieren und nach Basis des Grundgesetzes. Die zweite Veranstaltung, wo ich war, letzten Samstag war ich in Osnabrück auf der Demo Nie wieder ist jetzt. Da war der Boris Pistorius. Und Boris Pistorius nimmt ja solche Wörter in den Mund wie kriegstüchtig werden. Und er prognostiziert ja einen Krieg in den nächsten 5 bis 6 Jahren gegen Russland. Das macht mir noch mehr Sorge. Und es waren sehr viele Menschen dort, die von DGB über SPD-Gruppierungen, IG Metall, verschiedene andere Bündnisse den Rednern auf der Bühne Applaus gespendet haben für das Thema gegen Nazis, gegen AfD, gegen Faschismus. Ich bin auch gegen Faschismus, ich bin auch gegen Nazi, aber die Dialogbereitschaft, die werde ich nie verlieren. Und welche Menschen waren da? Es waren Menschen mit ihren Kindern da, wo ich mir dachte, nicht, dass die Eltern noch mal irgendwann um ihre Kinder weinen müssen, wenn die in den Krieg kommen. Und es waren sicherlich viele da aus dem öffentlichen Dienst, die auch das Eigeninteresse haben, bei dieser Demo teilzunehmen, weil sie Angst um ihren Job haben. Weil sie Angst haben, wenn es andere Regierungsverhältnisse gäbe, weg von SPD, FDP, Linke und Grüne, dass sie dann tatsächlich auch persönlich Einschränkungen erleben müssen. Also das war eine sehr, wie soll ich sagen, merkwürdige Versammlung. Ich erinnerte mich so ein bisschen an die Bilder, die ich aus Nordkorea kenne, wenn alle im Volk mit der Regierung demonstrieren. Das war sehr merkwürdig. Und dann war tatsächlich da ein Plakat, das will ich einmal kurz vorlesen, da stand drauf. Sekunde. Wer nichts denkt und wer nichts weiß, glaubt den ganzen Nazi-Scheiß. Und da dachte ich, ja, das könnten wir hochgehalten haben, das könnte aber auch jeder x-beliebige Friedensdemonstrant oder Antifaschismusdemonstrant hochgehalten haben. Und es war tatsächlich ein Plakat von Leuten, die dann AfD durchgestrichen hatten.
Aber ist natürlich ein trefflicher Satz. Wer nichts denkt und wer nichts weiß, der glaubt den ganzen Nazi-Scheiß. Ist nur die Frage, wo die Nazis sind. Ich habe echt, bin jetzt seit 4 Jahren fast auf der Straße, ich habe so viele Nazis noch gar nicht getroffen. Also die meisten haben Mittelfinger hochgehalten. Und gegen die geht keiner vor. Ja, dann bleibt mir noch ein Punkt, ich weiß gar nicht, ob es authentisch und plausibel ist. Ich habe heute ein Bild gesehen von Olaf Scholz. Olaf Scholz, ihr wisst, Cum-X, Cum-X, Warburg Bank, Wirecard, Versuchskaninchen, Versuchskaninchen Scholz. Und der gesagt hat im Spiegel, wir müssen schneller und effizienter abschieben. Das englische Wort war deportieren oder sowas, ne? Ja. Der Olaf Scholz, der hat jetzt scheinbar, ich weiß nicht, ob es stimmt, bei Twitter ein Schild hochgehalten. Also der Olaf Scholz, der sich bei Cum-Ex an nichts erinnern kann, an nichts kann er sich erinnern. Aber Olaf Scholz, übrigens SPD-Mitglied, hat tatsächlich bei Twitter ein Schild hochgehalten mit Hashtag We Remember. We Remember Olaf Scholz! Nur mal was Wirtschaftliches, so am Rande. Die Energiewende, die sollte, glaube ich, in 14 Jahren vollbracht werden. Das haben sie jetzt vorgezogen auf 6 Jahre. Die sind davon ausgegangen, dass das 60 Milliarden Euro kosten wird. Das hat sich jetzt verteuert, das kann man nachschauen im Internet. Ich kann euch dann die Seite sagen, auf 500 Milliarden. Das rührt daher, dass wir Backup-Kraftwerke brauchen, und zwar zwischen 100 und 150 Gaskraftwerke, um die, unstetige Energie der Sonne und des Winds auszugleichen. Und das müssen wir alles bezahlen, weil diese Gaskraftwerke baut kein Energieunternehmen, weil die mal laufen und mal laufen sie nicht. Und das wird dazu führen, dass unser Strom doppelt so teuer wird. Ne? Das mal nur so am Rande, und wir haben keine Arbeiter. Es kann nicht hergestellt werden in der Zeit. Wir können die Kabel nicht verlegen. Es ist physikalisch unmöglich. Jetzt kommt der kaufmännische Teil, das ist für Lindner sehr interessant, weil wenn sich die Energie verknappt, ja, durch Biden, es kommt kein Gas mehr und wir müssen den Strom in Frankreich kaufen, Atomkraftwerken, dann verteuert sich der Strom für uns. Die Steuern steigen, oh Wunder, Steuereinnahmen, die können wir wieder in der ganzen Welt verteilen. Und jetzt können wir weitergehen. Attention, attention, mesdames et messieurs, hiervon seid ihr alle da? So, ich muss noch eine kurze Anmerkung machen hier für Auswärtsspiele, demokratische Auswärtsspiele. Am kommenden Freitag, das ist der 2. Februar, 18 Uhr in Bielefeld. In Bielefeld bin ich am nächsten Freitag, 18 Uhr. Da ist eine Demo für, ja, raus aus der NATO, aus der WHO, sichere Grenzen, gegen Klima- und Genderwahnsinn, für eine Aufarbeitung der Corona-Verbrechen, keine Waffenlieferung, sofortige Friedensverhandlungen und das Übliche, ihr kennt's. Politikerhaftung, Bargelderhalt und Vetorecht. Dankeschön, Gifhorn! Auch ein Zeichen zu setzen. Ich freue mich, ich kann das schon ankündigen, nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche laufen wir wieder die gleiche Route, diesmal dann in richtiger Form. Also wir biegen rechtzeitig ab. Es ist immer gut, rechtzeitig abzubiegen. Auch das ist die Möglichkeit unserer Regierung. Wenn sie eine 180-Grad-Drehung machen würde, statt einer 360-Grad-Drehung, dann könnten wir hier noch einiges wuppen. Ansonsten hoffe ich, dass es irgendwann mal klickt. Nämlich die Handschellen für alle die, die sich hier nicht vernünftig am deutschen Volk... Ich muss dazu sagen, ob du normale Grad meinst oder Baerbock-Grad. Ja, ich meine normale Grad, natürlich keine Baerbock-Grad, das ist klar. Ja, 180 Grad normale Drehung, ja. Ansonsten hoffe ich auch, dass irgendwann die Handschellen klicken, dass wir unabhängige Gerichte haben, die nicht politisch unterwandert sind, dass wir Gerichte haben, die vernünftige Entscheidungen treffen und wirklich auch Schaden helfen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und auch vernünftige Urteile für alle die sprechen, die jetzt noch da stehen mit irgendwelchen Maskenattesten und die jetzt noch das alles vor sich haben oder irgendwelche Ärzte, die noch beschuldigt werden, falsche Atteste ausgestellt zu haben, denn wir wissen ja alle ganz genau, dass sie das nur unter ihrem hippokratischen Eid getan haben, dass sie das getan haben, um uns Menschen zu schützen vor dem Irrsinn, der hier unter Unwissenschaftlichkeit uns aufgedrückt wurde.
Ich freue mich euch an dieser Stelle, wenn jetzt keine Redebeiträge mehr sind. Redebeiträge, dann freue ich mich, euch an dieser Stelle nächste Woche wieder begrüßen zu können. Und ich hoffe auch auf gutes Wetter, dass es nicht so ist wie letzte Woche. Denn da habe ich ganz schön gefroren. Ihr wisst ja, das war ja Klimawandel, ne? Frostige Hitze. So, bis nächste Woche, dann würde ich sagen, ist die Veranstaltung an dieser Stelle beendet. Ihr grenzt uns aus, bedroht uns und erhöht den Druck. Doch das gibt uns endlich diesen einen Ruck. Denn immer mehr erkennen eure Tricksereien und fallen auf eure Lügen endlich nicht mehr rein. In Gut und Schlecht wollt ihr die Gesellschaft spalten. Ihr dachtet wohl, dass wir nie zusammenhalten. Doch nun passiert's, denn unser Denken, das bleibt frei.